Tach und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Motor hier im Recording-Blog. Und als ich neulich in einem Mix mal wieder vor der Problematik stand, einen relativ harmlos klingenden Gesang oder Rap ein bisschen energiereicher klingen zu lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass dieser sich auch in einem etwas dichteren Mix durchsetzt, habe ich überlegt, wie kriege ich das am schnellsten hin? Und dabei ist es mir natürlich auch zügig eingefallen mit Saturation, Overdrive oder auch Obertönen. Nenn es, wie du magst, auf jeden Fall mit dem Hinzumischen eines sehr stark verzerrten Signals. Was meine ich damit? Ich zeige dir mal kurz die Vocals, die ich hier im Moment vorliegen habe, also den Gesang, den ich hier vorliegen habe. Der klingt momentan noch so. Hey, ich bin die coole Sau auf dem Land und in der Stadt und ich zeig den ganzen Girlies, wo der Frosch die Locken hat. Ja, die Straße ist der Ort, wo ich's allen anderen zeig, denn die Mädels warten nur auf mich, soweit ich weiß. Wenn ich groove oder move oder mit dem Skateboard cruise, bin ich ungeschlagen Buse. Böse wollte ich sagen. Was ich meine, ist natürlich nett, denn was ich so gern hätte. Also, eine relativ saubere Aufnahme von einem Gesang, aber wie ich finde, meine Stimme klingt immer so ein bisschen unspektakulär, so ein bisschen unenergiereich. Und vielleicht erinnerst du dich, das sind die Aufnahmen aus der Reihe Ein Mikro, ein Song, die ich jetzt neulich mal fertiggestellt habe. Falls du nicht weißt, wovon ich rede, kann ich dir hier oben mal eine Playlist einblenden. Ich glaube, das ist hier oben. Nein, es ist hier oben eine Playlist einblenden. Und da kannst du mal draufklicken und dir anschauen, wie ich mit nur einem Mikro einen kompletten Song aufgenommen habe, von vorne bis hinten. Das war nämlich genau dieser hier. Aber wie gesagt, die Vocals klingen ein bisschen unspektakulär. Und jetzt möchte ich dafür sorgen, dass ich mit Saturation dafür sorge, dass ein kleines bisschen mehr Energie da reinkommt in die ganze Kiste. Und dazu benutze ich einfach einen normalen Trick. Ich sende das Signal einfach mal hier per Send auf einen Bus. Und auf diesem Bus findet dann die Magie statt. Ich gehe mal zum Bus hin und lass mir den mal anzeigen. Das ist nämlich dieser hier. Und wenn ich den mal hier hochziehe und dir einfach mal solo vorspiele, was da drin stattfindet, da wirst du relativ zügig verstehen, was ich damit meine. Das klingt nämlich dann so. Hey, ich bin die coole Sau auf dem Land und in der Stadt und ich zeig den ganzen Girlies, wo der Frosch die Locken hat. Ja, die Straße ist... Also volle Pulle verzerrt. Ich habe dafür eins meiner Lieblingstools genommen, das Camel Crusher Tool hier, das du dir auch kostenlos runterladen kannst. Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung und mit dem kann man hier mit der Distortion-Einheit richtig Verzerrung reindrehen in das ganze Signal, kann das richtig schön zerstören und das Geile am Camel Crusher, dahinter auch noch einen Kompressor schalten, sodass das Signal nicht nur stark verzerrt wird, sondern auch noch komprimiert, die Dynamik also ganz stark eingeschränkt wird und man das richtig saftig dazu mischen kann. Das kann man mit dem Camel Crusher Tool machen. Falls du den nicht so geil findest, kannst du auch von der Firma Klanghelm den IVG i2 nehmen. Auch das ist ein Verzerrungstool, der klingt so. Der Ort, wo ich es allen anderen zeig, denn die Mädels warten nur auf mich, soweit ich weiß. Wenn ich groove oder move oder mit dem... Das macht wirklich Spaß. Und diese verzerrte Stimme, die soll jetzt mal dazu gemischt werden. Ich schalte mal wieder vom IVG i2 auf den Camel Crusher vom IVG i2. Den Link findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und dieses Signal wird jetzt einfach so nach Geschmack den normalen Vocals hinzugemischt. Und am besten so an die Hörgrenze, sodass du also nicht offensichtlich hörst, dass da eine verzerrte Stimme dazugekommen ist, aber so ein kleines bisschen mehr Schmutz dazukommt. Und ich schiebe das mal jetzt nach Gusto dazu. Wir machen einfach mal nur die Stimme solo und machen das danach. Dann hören wir uns dann mal das Ergebnis im Mix an. Also Stimme solo und ich schiebe jetzt mal ein bisschen dazu. Hey, ich bin die coole Sau auf dem Land und in der Stadt und ich zeig den ganzen Girlies, wo der Frosch die Locken hat. Ja, die Straße ist der Ort, wo ich's all merk schon, kommt richtig Schmack dran, Schmackes dran. Mich, soweit ich weiß. Wenn ich groove oder move oder mit dem Skateboard cruise, bin zu ich viel? Ungeschlagen Buse. Böse wollte ich sagen. Was ich meine, ist natürlich nett, denn was ich so gern hätte, ist eine Maus, so sieht's aus. Weil ich bin zurzeit eher solo auf der Suche nach einer richtig scharfen Braut. Muss nicht blond sein oder braun, aber aus. Nicht aus den Socken hauen, darf nicht wehtun oder schmerzen, hat den Fleck am richtigen Herzen. Sag ich ja, geht weg. Ich meine, bleib doch lieber da, weil eins ist Sonne. Und so kriegst du richtig schön Geschmack an den Vogel. Und das hören wir uns jetzt nochmal im Playback an. Und ich schalte mal an und aus, damit du vergleichen kannst, was da tatsächlich dieses ausmacht, wenn man diese verzerrte Stimme so nach Geschmack so ein kleines bisschen an die Hörgrenze dazu mischt. Das klingt so. Hey, ich bin die coole Sau auf dem Land und in der Stadt. Und ich zeig den ganzen Girlies, wo der Frosch die Locken hat. Ja, die Straße ist der Ort, wo ich's allen anderen zeig. Denn die Mädels warten nur auf mich, soweit ich weiß. Wenn ich groove oder move oder mit dem Skateboard cruise, bin ich ungeschlagen Buse. Böse wollte ich sagen. Was ich meine, ist natürlich nett. Denn was ich so gern hätte, ist eine Maus, so sieht's aus. Weil ich... Ja, das macht richtig Spaß. Also, wenn du Bock hast, deine Stimme ein kleines bisschen energiereicher klingen zu lassen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie sich im Mix auch stabiler durchsetzt, dann nimm ruhig mal einen parallelen Bus, schalte einen Camel Crusher drauf, schön verzehren, richtig tüchtig Kompressor drauf oder wahlweise natürlich den IVG i2 und schieb das dann mal nach Geschmack bei deinen Vocals hinzu. Du wirst feststellen, dass dein Gesang, dein Rap auf jeden Fall deutlich energie
energiereicher und klarer, nicht klarer, verzehrt ist er ja, deutlich energiereicher und insgesamt einfach mehr nach Power klingt. Und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und schreib mal, was dabei rausgekommen ist, unten in die Kommentare. Wir sehen uns die Tage dann aber auch wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!